Oh mein Gott, wie hässlich. Danke. Okay. Machen, was du willst. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will ja nicht entfernt werden aus dem Bild. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Erwartung gehabt. Oh, sehr, sehr cool. Hallöchen! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Ich Hallo. Bin nicht allein, das ist ja doch noch jemand da. Ja, schönen guten Morgen. Oh, guten ist Morgen. Zu früh, viel zu früh heute. Ja, ich weiß, geht mir ähnlich. Gar keine Lust. Was? Was nee. Für gar keine Lust? Bist du müde oder was? Ja, natürlich bin ich müde. Ja, geschlafen wird jetzt nicht. Wir haben nämlich jetzt ein neues Sag Video die, vor. Sag die ständig zu spät ist. Sag mal, geht's noch? Ja, ich bin zu spät, aber dafür bin ich da und wach. Ja, warum wohl? Warum wohl? Weil du ausgeschlafen hast. Aber gut, was haben wir heute vor? Wir machen heute Fotos von uns und lassen sie von Fremden auf Fiverr bearbeiten. Okay. Also ich habe ja den Song für dich, der ist ja, ja. auch von Fiverr. Ja. Und wir machen das heute mit Bildern von uns. Kann sein, dass du Fiverr jetzt seit neuem entdeckt hast oder wusstest du nicht, dass es das schon vorher gibt? Ich kannte das vorher schon, aber jetzt habe ich halt so diese Bisschen Ideen. Bisschen Fieber. Ja. Ich bin ja, im Fiverr-Fieber. Ja, ist okay. Wir machen einfach Fotos von uns gegenseitig und dann lassen wir die bearbeiten von Leuten auf Fiverr. Okay. Das geht relativ schnell. Also es gibt einige, die bieten das in einer Stunde an. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Es gibt einige, die bieten das in 4 Stunden an. Ich gebe meine Fotos rein zum Bearbeiten und du gibst deine Fotos rein zum Bearbeiten. Okay, wie viele Fotos denn? 3 oder 4 oder? 2. 2 Fotos, zwei okay. 2 Fotos und wir geben die beide meinetwegen rein. Aber müssen diese Fotos eine spezielle Vorgabe haben Nein, oder sowas? Nein, gar nicht. Also du kannst dir das aussuchen. Ja, was, wenn die einfach nur einen Filter drüber packen und sagen, hier bearbeitet? Ja, dann haben sie einfach nur einen Filter drüber gepackt. Dann wurden wir gescammt. Dann ist es wahrscheinlich Claudio, der die Bilder bearbeitet. Also aber wir können uns wahrscheinlich auch ein paar Beispiele angucken. Vielleicht wäre ja auch cool, sowas in Cartoon oder sowas zu bekommen. Zum Beispiel. Du kannst machen, was du willst. Okay. Aber das Erste, was wir natürlich machen müssen, ist Fotos. Wollen wir drüben das in der Cloud machen oder hier? Wir können es entweder... Also du kannst ja aussuchen, wo du deine Fotos machen willst. Dann will ich raus. Okay. Gut. Wir sind jetzt draußen für ein Fotoshooting. Und ich würde gerne mein erstes Foto irgendwie so haben. Wir machen den Blick so in den leeren Raum so, weißt du? In den leeren Raum. Okay. Okay. Hast du hinbekommen? Ich habe Fotos gemacht. Zeig mal. Ganz normal wolltest du haben. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt will ich noch ein Foto von ganz nah. Okay, gut. Okay, was möchtest du für Fotos machen? Ich würde auch gerne draußen bleiben. Warte, gib mir mal das Skateboard. Ich kann ja fahren. Also ich hätte gerne ein fahrendes Bild. Okay. Einfach so ein bisschen eckige Untersicht bitte. Ja, aber du kannst ja einfach drauf stehen. Du musst ja nicht fahren. Doch, doch. Nee, nochmal. Mach mal ein paar. Du musst da mal noch. Okay. Das finde ich eigentlich schon ganz gut. Okay. Das zweite kannst du auch ein bisschen schnell machen, aber hier vor dem Zaun. So, was soll der Arm noch mit drauf oder noch? Also du kannst auch Arme noch mit drauf haben. Oh mein Gott, wie hässlich. Danke. Ich weiß. Okay, ich habe ein paar Fotos gemacht, davon sollten ein paar reichen. Okay, ist irgendwas dabei. Okay, wir gehen jetzt an den PC und suchen uns die richtige Bearbeitung raus. Du suchst einfach mal eine Fotobearbeitung, oder? So, also hier sagt jemand Lightroom. Das meine ich halt, ne? Da wird einfach ein Filter drauf gepackt und gesagt, ja hier, Lightroom. Ja. Und irgendein Loot drauf gepackt. Also ich finde, das sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Wichtig. Aber da musst du ja auch Instruktionen wahrscheinlich geben. Ja, richtig. Mir wäre es wichtig, dass es halt auch schnell geht. Ich will wissen, was ist möglich in möglichst kurzer Zeit. Aber alles so um die 5 Euro. Also okay, das geht eigentlich, ja, ne? Ja, das finde ich auch. Aber hier kannst du ja Delivery Time, glaube ich, einstellen, ne? Ich kann einfach mal nach Photoshop suchen, oder? Mach, was du willst. Such nach, was du willst, Madame. Das interessiert mich nicht. Das gibt's doch auch in einer Stunde. Ich habe das gestern gesehen. Vielleicht musst du dann oben eingeben. Photoshop One Hour oder sowas. Ja, weißt du was? Such du mal was aus. Such mal. Ich guck schon mal bei mir drüben. Ja. So, und dann kannst du zu mir rüberkommen. Okay. Also, hier macht jemand Fotos in einem Anime-Stil. Aber hier steht nichts von Personen. Und auf unseren Fotos sind ja Personen drauf. Lass das mal offen. Any Photoshop Editing within 1 hour. Das klingt doch auch nicht schlecht. Okay, also das könnte ich mir auch vorstellen. Das sieht auch, also es sieht nach normalem Photoshop-Editing aus. Also was ich hier super oft sehe, ist so, dass sie halt den Hintergrund wegmachen oder Leute entfernen aus dem Bild, was natürlich auch ziemlich witzig ist, aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will ja nicht entfernt werden aus dem Bild. Ich glaube, ich werde ein Bild auf jeden Fall hier bei dieser Anime-Scenery machen lassen, und zwar das, wo ich so drauf skate. Ich glaube, das will ich machen lassen. Das andere Bild werde ich, glaube ich, ihm geben, dem Grafikdesigner hier. Ihm werde ich auch noch ein Bild geben. Also das Porträt gebe ich, oder nein, ich gebe das, wo ich fahre, gebe ich ihm und ihm. Das Porträt gebe ich ihm
Hallo, hast du rausgesucht? Ja, aber bei mir ist alles 24 Stunden. Aber wenn du nur eine Stunde eingibst, also ja, wir können aber einfach dann nicht... kommt einfach nur irgendwelche Filter oder sowas. Okay, also ich habe jetzt ein paar schon gefunden. Ja, was hast du denn gefunden? Also, ich habe einmal das hier, was ich ziemlich cool finde. Anime. Ja, okay. Von Bild. Ja, finde ich cool. Dann habe ich hier jemanden, der macht so normal Photoshop. Ja. Also hier steht auch, was der alles so anbietet. Also ja. Skin, Face-Swapping, Head-Swap, okay. Also alles Mögliche eigentlich. Okay. Bei dem finde ich, das sieht auch ziemlich cool aus. Mhm. Dann will ich dieses Skate-Bild rein tun. Ja. Und das Skate-Bild gebe ich auch hier hin. Hier will ich das Porträt hingeben und jetzt suche ich quasi noch eine zweite Person, wo ich das Porträt hingeben kann. Okay, alles klar. Dann such mal weiter. Ja. Dann suche ich auch noch mal weiter, wenn wir mehr als zwei Leute sozusagen engagieren können. Und dann gucke ich da noch mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallöchen. So, also du sagst, du hast bisher eine Person. Ja, also ich weiß gar nicht, wo du deine Leute herfindest. Bei mir steht überall 24 Stunden. Gut, kann natürlich auch sein, dass mein Niveau etwas höher angesetzt ist als deins. Das kann natürlich sein. Aber bei mir steht halt überall 24 Stunden, 24 Stunden. Die sehen auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also du kannst auch mal schauen, ob du was für 4 Stunden findest. Das ist da oben, das erste. Was hörst du davon? Nein. Nein. Das triggert mich schon. Das sind einfach normale Fotos. Also ich würde auch gerne so ein Anime Photoshop haben. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin so unentschlossen. Weißt du was? Während du hier suchst... Warte! Ich meine Bilder schon mal in Auftrag. Nein, warte! Ich lasse dir die Kamera auf. Warte Nein, jetzt kurz. Nein, bitte bleib hier. Hilf mir. Das... Das mache ich mit Claudio. Gut, dann mach schon mal deinen Auftrag fertig. Ich kümmere mich hier drum. Ja. Wie gesagt, ich finde da eigentlich nicht so viel. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was gefunden, aber das dauert einen Tag. Habe ich aber dann ja auch schon gesagt, das will ich unbedingt haben. Und dementsprechend warten wir bis morgen früh. Also ich habe hier sowas, dann ein Meme und dann noch so eine Fotobearbeitung. 3 Stück. Und das geben wir jetzt mal Danja rüber und sie kann das schön bestellen, weil sie den Zugang hat. Und dann schauen wir mal. Okay. So. Ja, ich bin gerade auch noch im Aufträge raushauen. Gar nicht so einfach wie gedacht, ha? Ich habe jetzt schon 2 in Auftrag gegeben. Ich bin jetzt gerade bei Nummer 3 dran. Gut, okay, dann kannst du meine auch schön in Auftrag geben. Ich gebe auch deine alle in Auftrag. Ja, bei mir. Du hast mir ja geschickt, wem ich das schicken soll. Und dann mache ich das auch und gebe ich das gleich alles ab. Ja, das ab. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, zumal meine mindestens 24 Stunden. Und Danja hat gerade auch das Thema genannt Zeitverschiebung, ja, weil das ja international ist. Genau, das finde ich. Und das könnte ein bisschen... einige am Schlafen sind. Einfach. Ja, ein bisschen länger dauern. Ja. Dementsprechend gucken wir einfach mal, wie lange das dauert. Ja. Aber wenn es dann fertig ist, wenn alle Aufträge dann reingekommen sind, dann reagieren wir schön auf die Fotos. Und dann seht ihr uns wieder. Aber Danja muss jetzt erstmal... Ist schön, guck mal, ich muss gar nichts machen. Ich habe das Danja geschickt und die kümmert sich jetzt darum. Schön, könnte öfters so sein. Ne? Es ist doch immer so, ich kümmere mich doch. 10 Jahre später. Ja, hallo. Hallöchen, es ist jetzt tatsächlich schon der nächste Tag. Ja, wir haben jetzt 10 Uhr, Punkt, eigentlich 10 Uhr gleich. Ja. Und das heißt, wir haben knapp 24 Stunden, 23 Stunden jetzt auf unsere Bilder gewartet. Ja. Wir haben schon hier und da so ein kleines Sneak Preview bekommen. Mhm. Also Danja hat sie mir gegeben. Ja. Und sieht gar nicht so schlecht aus. Finde ich auch. Also das, was bisher da ist, ja, ist teilweise ganz gut, ja, teilweise auch nicht. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal an, was bisher hier ist. Es ist eine Sache. Von 3 Leuten haben wir einfach noch keine Rückmeldung bekommen, also noch gar nichts. Falls doch noch etwas kommen sollte, dann fügen wir das jetzt hier ein. Falls nicht, wurden wir gescampt. Richtig. Falls nicht, haben wir Claudio den Auftrag gegeben. Also gescampt im Sinne von, es ist halt nicht binnen 24 Stunden eingetroffen, weil es kam auch keine Rückmeldung an dich, ne? Ja. Dann gib mir die Kamera, dann kannst du die Bilder öffnen, die wir jetzt aber bekommen haben. Ich muss sagen, es sind schon einige dabei, die sind schon ziemlich cool geworden. Ich hatte ja, glaube ich, das, die erste Order, die ich rausgegeben hatte, war ja bei diesem Anime-Look. Ja. Der macht eigentlich eher nur so Landschaften und so. Oh, jetzt mach. Oh! Sehr, sehr cool. Es sieht wirklich unglaublich nice aus. Ja, auch mit dem Licht und so.
Das sieht schon sehr schön aus. Weißt du, dass ich mit der Brille finde, ich habe so ein bisschen Harry Potter-Vibes. Tatsächlich, ja. Also ich finde es auch sehr, sehr gut gelungen. Ja. Also es sieht unglaublich cool aus. Ja. Klar, man merkt, das Haus ist jetzt nicht in so einem, es ist schon in so einem Filter, aber gerade du, wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, doch, finde ich auch. Das Bild sieht echt nice aus. Okay, dann schauen wir uns mal das nächste an. Ja, ja, dazu kann ich kurz was sagen. Ja. Ich habe da einen gefunden, der macht so mit einem GTA-Look, GTA 5-Look. Habe ich gesagt, mach mal bitte da auch ein Bild von mir. Und das bin ich in GTA 5. Oder? Ja. Also ich finde es schon ziemlich cool. Ist schon nice geworden. Cool, oder? Ich finde es auch richtig. Also als wäre ich direkt, als wäre ich in Los Santos, ne? Oder in San Andreas. Ey, ich... Ich finde das so nice. Ich mag die Farben super gern. Ich mag das echt gern. Ja, es ist cool. Es ist... Ja, es ist wirklich so, als würde ich gleich nach Los Santos fahren und ein bisschen Ärger machen. Also ich find's mega. Ja, ist auch mein Favorite. Okay, ja. Gut. So, jetzt kommt ein Bild wieder von dir. Wie viele Bilder haben wir denn insgesamt bekommen bis jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. 5, okay. Dann sind wir jetzt bei Nummer 2 von Danja. Ja, jetzt mal 1, 2. Ach so, das, ja. Ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Was heißt enttäuscht? Ich hab mehr erwartet. Sagen wir so, enttäuscht auch nicht, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Genau. Mach mal auf. Also wir haben halt gesagt, mach was du möchtest damit. Und im Endeffekt ist ja einfach nur ein bisschen genau, Bildbearbeitung. Das aber gut, man muss auch zur Verteidigung sagen, ich habe mir dann die Anzeige auch nochmal angeguckt. Ja, genau. Da steht auch genau das. Genau, also er macht halt vor allem das und das ist ja, aber ich finde er hat es richtig gemacht. Genau, also er hat das richtig gemacht und das Licht ist korrigiert. Ja, Danja, hast du schon mal mit Photoshop gearbeitet oder Lightroom? Ja, aber du hast die Annonce falsch gelesen. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Erwartung gehabt, weil das steht auch in der Annonce. Das ist einfach... Also any type of Vorgaben. Ja, aber du hast ja auch keine konkreten Vorgaben gegeben, sondern mach es einfach schöner. Genau, das ist, ich habe einfach nur gesagt, mach was du möchtest. Gut, okay, also das Bild ist wirklich nicht... Also es ist okay, Danja hat mehr erwartet. Okay, gut. Okay. Das war Bild Nummer 3. Kommen wir zu Bild Nummer 4. Yes. Das hast du auch noch nicht gesehen. Das, von dir. Ach so, das Meme, ne? Ja. Oh ja. Ist das nur ein Meme oder mehrere? Das ist nur eins. Okay, gut. Oh ja, okay. Also ja, okay. Sieht aus wie ein Snapchat-Filter. Ja, es ist schon sehr... Ich sehe ein bisschen aus wie ein Alien. Ja, hat was. Ja, als wäre ich... Das ist der Kahn vom Mars. Guck schön, mal, auch mit dem Rot. Das ist Kahn vom Mars. Ja, also ich muss sagen, ich finde es schön, dass er noch das nicht so rot gemacht hat. Er hat es mir auch nochmal in normal mit. Nein, ich will das Rote. Aber das sieht so aus, als wäre ich wirklich vom Mars. Ja, also ich finde das... Ja, ich feiere das auch. Wollen wir das nächste anschauen? Ja, das ist dann auch schon das letzte, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ist von dir nur eins? Ne, zwei sind von dir. Zwei sind von mir schon da, ja. Was habe ich von dir abgegeben? Ich habe auch eine sehr coole Nachricht dazu bekommen. Die wäre? Er hat geschrieben, this is my photo, I went for the fantasy look, I placed you on the beach to make you think, what is he even doing here? Weil er fährt nämlich Skateboard am Strand. Ja, so Leute. Es sieht aber wirklich cool aus. Auch das, was er auf meinem Pullover gemacht hat. Ja. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre es ein Urlaubsfoto. Ja, genau. Kennst du das so am Hotel, wenn die dich dann immer abfangen und sagen, komm, ich mache schöne Fotos von dir. Genau. Und dann denkst du, ja, mach mal. Und dann siehst du so welche überarbeiteten Fotos und denkst dir, es hat sich doch gelohnt. Also genau, ich finde das, ich mag das Licht hier, ich mag es, dass du am Strand stehst. Ich finde es auch gut. Ich finde es super. Ich meine, es ist, ich bin hübsch. Ja. Ich bin sehr... Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Und wir sind eigentlich, das ist ja das Ende. Ja. Ne? Im Endeffekt, glaube ich, sind wir immer noch zufrieden. Weil in 24 Stunden solche Ergebnisse zu bekommen... Ja, und teilweise weniger als 24 Stunden. Viele genau. Haben es innerhalb von 3 Richtig, Stunden das war gestern Mittag teilweise schon da. Ja. Aber wir haben jetzt wirklich 24 Stunden auf alle gewartet. Und auch bei den anderen ist es jetzt eigentlich nicht schlimm. Ja. Ne? Also dementsprechend würde ich sagen, ist das Experiment gelungen. Schon gelungen, auf jeden Fall. Also ja. Es sind so coole Sachen dabei, unterschiedliche Sachen dabei. Und wir haben alle die Leute, von denen wir was bekommen haben, haben wir unten in der Infobox verlinkt. Dein Favorite ist wahrscheinlich das Anime-Foto. Mein Favorite ist das Anime-Foto. Und meins ist das GTA-Foto. Ja, die sind auch wirklich cool geworden. Aber alle sind ganz cool geworden. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!